Wie geil ist das denn? Es ist wieder Mittwoch und es ist Born-to-Pflegetag und du bist am Start. Was erwartet dich heute? Zusammen mit Sigi Gerke werden wir uns anhand von Servant Leadership, dienende Führung, das Verhältnis von Praxisanleiter und Schüler anschauen, weil das ist, eine ganz entscheidende Beziehung bei der generalistischen Ausbildung. Wer im letzten Podcast schon dabei war, der hat Sigi Gerke schon kennengelernt. Sigi Gerke ist der Hammer. Sigi Gerke ist deutschlandweit bekannt und sein Herz schlägt für Football. Er hat die Footballmannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns mitgegründet. Er war über 26 Jahre Head Coach und in seinem normalen Leben ist er Lehrer an einem beruflichen Gymnasium und steht dort in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Hey, und er wird dir heute mega coole Tipps geben, wie du dein Verhältnis zu deinem Schüler gestalten kannst. In der Generalistik, hey, wir wissen es, ist ganz arg viel unsicher. Er gibt dir ein paar Tipps, wie du Einfluss auf das Miteinander zu deinem Azubi nehmen kannst und wie du es cool gestalten kannst. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sigi, wird mega spannend. Und schon sitzt er ganz easy und locker hier neben mir, Sigi Gerke. Hallo. Hallo. Super, dass du wieder am Start bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass unsere Mentoren und Praxisanleiter, die in der Generalistik eine absolut entscheidende Rolle spielen, von heute, von dem heutigen Podcast unheimlich viel mitnehmen werden. Ich bin schon richtig gespannt. Würde mich freuen. Jawohl. Okay, und meine erste Frage an dich. Wenn ich jetzt Mentor oder Praxisanleiter bin, was für eine Haltung meinen Schülern gegenüber wäre denn entscheidend? Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich mit einer Haltung rangehe, die mir sagt, wie kann ich meinem Schüler, in meinem Fall jetzt zum Beispiel meinem Jugendspieler, weil die Leute sich eben noch entwickeln, wie kann ich dem zu Wachstum verhelfen? Wachstum im Sinne von, wie wird er kenntnisreicher in seiner Tätigkeit, wie kann er auch was lernen über Umgang untereinander, ja, wie kann er vielleicht auch so eine gewisse spirituelle Herangehensweise lernen an der Sache. Und dass ich eben nicht nur an der Wissensvermittlung interessiert bin, sondern sage, wie kann dieser Schüler als Person wachsen an dieser Zusammenarbeit, die er mit mir hat. Ah, okay. Also du siehst das nicht rein fachlich. Ich will ihm jetzt beibringen, dass er Fachkenntnisse erwirbt, sondern du hast die ganze Person und seine Lebensentwicklung im Blick. Ja, weil ich bin auch der Meinung, wenn ich als Lehrer, Fachleiter? Nein. Die Praxisanleiter. Praxisanleiter. Ja, oder Mentoren, ja, genau. Genau, diese Praxisanleiter sind ja letztendlich Lehrer, haben eine Lehrertätigkeit und deren Aufgabe muss eben über das rein Fachliche hinausgehen, weil sonst kann ich mir einen Podcast anhören oder eine CD, ja, der Sachverhalt erklärt wird, aber das muss eben darüber hinausgehen und das kann halt eine Maschine, die auch nicht und die nicht kommuniziert, die nicht interaktiv ist, das kann die nicht leisten, aber ich als Lehrperson kann das tun, ja. Und das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Ja, okay. Hast oder wendest du das bei deinen Schülern an oder bei deinen Jugendspielern? Hast du da Servant Leadership, dienende Leiterschaft angewendet? Ja. Wenn ja, wie? Ich hoffe doch. Also mein Ziel wäre es auf jeden Fall. Ich gehe eigentlich mit der Einstellung sowohl in Unterricht, in der Schule als auch ins Training. Also ich war bis zum letzten Jahr, die letzten zwei Jahre, nachdem ich als Trainer der ersten Mannschaft aufgehört habe, noch Jugendtrainer. Habe da zwei Jahre die unter 16-Jährigen gecoacht. Und ich bin schon mit der Einstellung ins Training gegangen, dass die jetzt kommen und die wollen was Neues dazulernen. Die wollen einfach sich footballmäßig weiterbilden. Und in der Schule habe ich die gleiche Idee, dass die Leute kommen und was lernen wollen. Zugegebenermaßen, das ist nicht immer der Fall. Tatsächlich, wenn ich mich als Schüler erinnere, genau. Du hättest dir die Zähne ausgebissen. Wir haben da das Problem der Schulpflicht. Ne? Die Pflicht ist manchmal sehr abschreckend. Beim Football habe ich dagegen den Vorteil, eigentlich die Leute, die machen das freiwillig, die machen, weil sie es wollen. Da ist es einfach leichter ranzugehen.
Aber egal, für mich als Lehrperson soll es keinen großen Unterschied machen. Ich sollte mit der Erwartung herangehen, die wollen was dazulernen, als Person wachsen, mhm. In der Übungseinheit, die jetzt kommt, oder in der Schulstunde. Und wenn ich mit der Erwartung reingehe und jetzt sage, ich will einfach jetzt gucken, dass diese anderthalb Stunden rumgehen, ja, mhm. sondern ich will, dass die nach anderthalb Stunden mit mehr rausgehen, als sie vorher mitgebracht haben. Mhm. Mit der Einstellung rangehen, ich glaube, da ist schon eine sehr gute Grundlage gelegt. Mhm. Ja, ja. Also, ja, du hast erwähnt, wir haben Schulpflicht. Nur den Beruf, den wählt man sich ja jetzt auch selber. Ist eigentlich dann schon eine eigene Entscheidung, mhm. wo ich hin will. Und da kann ich dann davon ausgehen, okay, die sind jetzt da, weil sie in diesem Beruf eine Ausbildung machen wollen und weil sie da vorwärts kommen wollen. Das denke ich doch, ja. Das wäre also erleichtert die Aufgabe des Lehrers natürlich, dass man in dem Fall einfach darauf bauen kann, ja, dass die Leute, die kommen und hier diese Ausbildung machen, dann tatsächlich auch Interesse an der Materie haben. Mhm. So. Jetzt wünschen wir uns natürlich alle solche Schüler und Auszubildende und auch die als Spieler beim Football. Jetzt nehmen wir mal an, da kommt jetzt ein Schüler und der kann die Motivation richtig gut verbergen. Also der ist nicht zu 100% motiviert, kommt eher so daher wie so eine Schlaftablette oder war in der Disco am Abend vorher oder wie auch immer. Was würdest du dem Praxisanleiter oder Mentor dann raten? Generell würde ich sagen, das darf auch mal sein, dass ein Schüler nicht motiviert ist, dass er nicht besonders gut drauf ist, ja, aus den Gründen, die du genannt hast. Vielleicht gibt es auch andere, ja, es können ja auch irgendwelche private Probleme sein, die mit reinspielen. Ja. Man muss nicht immer Höchstleistung von jemandem erwarten. Das merkt man im Umgang. Wie ist der heute drauf? Kann der tatsächlich alles leisten, was ich von ihm erwarte? Und wenn ich sehe, der hat einen eher schlechten Tag, dann würde ich eine gewisse Rücksicht drauf nehmen und sagen, okay, dann verlange ich von dir weniger, und aber ihm vielleicht auch klar machen gleichzeitig, dass es halt nicht immer so sein kann, ja, dass ich Verständnis habe als Lehrer, dass er vielleicht einen schlechten Tag hat, deswegen die Anforderungen auch ein bisschen runtergeschraubt werden. Aber dass es eben nicht der Dauerzustand sein kann. Und irgendwann muss ich, das ist so ein Unterschied zwischen Schule und Berufsleben in dem Fall. Ne? In der Schule trifft es letztendlich den Schüler selber. Ja? Wenn er nicht aufpassen will, wenn ihm die Motivation fehlt, lernt er nichts. Die Rückmeldung kriegt er dann mit der 6. So zum Beispiel. das tut er tatsächlich, aber ich glaube, im Berufsleben haben wir tatsächlich noch den Fall, wenn er eben nicht, wenn er was machen muss und er macht das nicht richtig, dann leiden da viele drunter, nicht nur er selber. Mhm. Und von daher, da braucht man dann noch andere Lösungen. Aber wenn es, wie gesagt, wenn das ein-, zweimal vorkommt, dass der Junge nicht motiviert ist oder eben nicht die Leistung bringt, die man von ihm erwartet, da würde ich für Nachsicht plädieren. Ich glaube, das würde dem auch sagen, hey, der ist an mir als Person interessiert, der sieht ein, dass ich einen schlechten Tag habe. Es gibt natürlich eine Grenze, ich kann nicht jeden Tag nachsichtig sein und alles für ihn mitmachen und ihm das auch klar machen, dass es nicht auf Dauer so geht. Ja? Aber eine gelegentliche Leistungsdelle akzeptabel ist. Ja, und da kommt ganzheitlicher Ansatz rein und sagt, es geht nicht nur um die Fachthemen, sondern ich habe das Leben von diesem Menschen im Blick, ich habe die Person im Blick und jetzt erlebe ich ihn, okay, er hat mal so Täler drin. Aber weil ich auch möchte, dass er sich persönlich weiterentwickelt, kann ich ihm das auch sagen oder zurückspielen und sagen, okay, was können wir denn machen, dass du das nächste, oder was kannst du machen, dass du nächstes Mal wieder besser in Aktion treten kannst? Also ich kann auf jeden Fall, oder ich sollte unterscheiden zwischen ihm als Person und ihm als Mitarbeiter. Und ihm, das sollte eigentlich mein Anspruch sein, dass ich ihn als Person immer annehme. Und selbst wenn er einen schlechten Tag hat, dass das jetzt nicht eine Abwehrhaltung, Animosität von meiner Seite auslöst, dass ich sage,
du bist ein schlechter Typ, ja, du hast einen schlechten Charakter, mit dir kann ich nichts anfangen. Ja, du bist ein Idiot, abgestempelt, genau. Schublade. So ist es. Sondern dass ich sage, ich nehme dich als Mensch weiterhin so an. Ja, du hast deine Schwächen, du hast gerade eine Schwächephase, ja, das sehe ich, gefällt mir nicht, damit müssen wir jetzt beide zurechtkommen. Aber ich lehne dich deswegen als Mensch nicht ab. Wenn ich mit der Einstellung rangehe und ihm weiter Chancen gebe, ne, registriert er auch. Ja. Also der Schüler wird merken, okay, der ist an mir als Person interessiert und ich bin überzeugt, dann werden auch solche Schwächephasen einfach weniger und vielleicht irgendwann ganz aufhören, wenn man mit der Einstellung rangeht. Ja, und wenn ich mich dann als Praxisleiter anschaue, dann weiß ich ja auch, ich bin auch nicht in allem perfekt. Und das macht mich dann schon wieder ein Stück weit barmherzig wahrscheinlich mit meinem Auszubildenden. Eine gewisse Demut ist da, glaube ich, angesagt, ja, dass ich eben sage, ich erwarte jetzt vielleicht von dem Perfektion, aber die kann ich selber nicht leisten, die bringt niemand. Ja. Und ich muss eine gewisse, gewisse fehlende Perfektion einfach hinnehmen. Ja, ja. Okay, was würdest du raten, wenn ein Schüler einfach was falsch macht? Also du gibst ihm eine Aufgabe, er macht sie falsch. Das ist ein einfache Beispiel, der Schüler fängt an und wäscht den Bewohner von den Zehen nach oben ins Gesicht. Also er fängt unten an und verteilt dann im Gesicht alles, was er auf dem Weg von den Füßen und alles aufgesammelt und es verreibt er dann da mit dem Waschlappen. Du weißt, ohne Fachkenntnis so würde ich sagen, das klappt in nicht. Selbst ohne Fachkenntnis. Ja, kann ja sein. Und du weißt ganz genau, aha, als Praxisanleiter, so geht's nicht. Er hat es jetzt falsch gemacht und du weißt, wie er es richtig machen kann. Wie würdest du vorgehen? Also grundsätzlich ist es immer besser, ihn selber draufkommen zu lassen. Ja, mit eventuell könnte in so einem Fall vielleicht sich der Patient drüber beschweren. Patient sagt man nicht, oder? Der Bewohner. Bewohner, ja. Der Bewohner drüber beschweren, dass er das falsch gemacht hat und dass er die Kritik sozusagen für sich annimmt und sagt, okay, was ich gemacht habe, kommt da nicht gut an. Da kann irgendwas nicht stimmen. Also grundsätzlich in irgendeiner Form, wenn er das selber registriert, ja, denke ich, ist es immer besser. Schwierig ist zum Beispiel immer ein Vorgehen, das Sarkasmus beinhaltet. Also das wirkt einfach immer, als ob ich ihn nicht ernst nehme. Ja? Wenn ich sage, das hast du jetzt aber toll gemacht. Ja? Ich hast du ja wieder toll gemacht. Genau. Vor allem als Regelreaktion von mir kommt, ja, dann ist das, glaube ich, ein ganz schwieriges Verhältnis. Und es macht auch die Person wieder runter. Das hast du wieder so jetzt toll gemacht. Genau. Also das, ich würde versuchen, ihm, wie gesagt, dass er in irgendeiner Form selber drauf kommt. Oder wenn ich ihm sage, hör ich zu, das passt so nicht, ich sag dir mal, wie es aus den und den Gründen richtig gemacht werden müsste. Und das aber sozusagen im Ernst rüberbringen. Ja? Und wie gesagt, viele Führungspersönlichkeiten haben da gern das Problem, dass sie in Sarkasmus verfallen. Ja? Und einfach durch, es hat ja oft einen gewissen Witz, zumindest wenn man nicht selber betroffen ist, ja? Wenn man in der Art vorgeht. Aber ich glaube, in aller Regel kommt das bei dem Betroffenen nicht so an, ja? Sondern wie du sagst, als Runtermachen von ihm. Und das sollte man vermeiden. Könnte man auch Fragen stellen? Ja, wenn da ist immer die Gefahr, dass es so ein bisschen oberlehrerhaft wird. Ah, okay. Das sollte man natürlich auch vermeiden. Also, dass man quasi, der Schüler merkt ja dann auch, okay, warum fragt er mich jetzt, weil er mich vielleicht bloßstellen will. Ja? Und sobald dieser Verdacht aufkommt beim Schüler, glaube ich, ist der falsche Weg. Ja. Ja. Also Fragen stellen, ich denke, in dem Prozess zu einem gewissen Grad, aber wenn es so eine reine Abfrage wird, dann ist, glaube ich, guck mal, was hast du da falsch gemacht. Genau. Und hier hast du auch was falsch gemacht, was ist es? Ja, ja. Sag mir doch mal ein paar. Bloßstellen. Ja, genau. Ja. Das soll eher so von wegen in Selbstreflexion übergehen. Ja?
warum hast du denn das jetzt gemacht? Ja, und dann versuche ich zuzuhören, was er mir sagt. Vielleicht sind ja auch teilweise nachvollziehbare Gründe, dass er zum falschen Schluss gekommen ist. Ja. Und das würde ich dann versuchen, danach auszuräumen. Ja, nachdem ich gesagt habe, okay, der Gedanke ist vielleicht gut, den du da hattest, aber funktioniert dessen deswegen nicht. Das wäre also in der Art Fragen zu stellen, wäre sicher. Das heißt, dann wäre wieder eine Würdigung drin. Genau. Und dann aber trotzdem eine Korrektur, wie er zum besseren Ergebnis kommt. Und auch das Element des Zuhörens ist mit dabei, dass ich ihm die Chance gebe, sich zu erklären, warum er das gemacht hat. Ja, weil der macht es ja in aller Regel nicht falsch, weil er hier gern Scheiße bauen will. Bock drauf hat, Dinge falsch zu machen. Genau. Sondern weil er nicht weiß, wie es richtig geht und vielleicht auch nicht sich überlegt hat, was die Gründe dafür sind, wieso man das so und so macht. Ja. Und da kommt er, wenn er da selber drauf kommt, in irgendeiner Form mit meiner Mithilfe, ist das sicher hilfreich, aber wenn ich es ihm einfach nur vorsetze. Ja. Und ist wahrscheinlich auch nachhaltiger, weil er dann später wieder mehr überlegt, warum mache ich das, wie ich es mache, und ist dann wieder ein Lerneffekt dahinter. Der Lerneffekt ist sicher höher, wie wenn er es einfach vorgegeben kriegt, wie er sagt, du machst es jetzt so, weil ich sage, weil er dann quasi selber drauf kommt. Und das Verhältnis zu mir ist deswegen besser, weil ich ihn wertschätze mit meiner Behandlung. Ja. Und nicht ihm sozusagen die Chance gebe, sich selber darzustellen und zu erklären. Und dann muss ich natürlich auch seine Erklärung ernst nehmen, und nicht danach wieder abtun. Ja? Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, klar, du Depp. Genau, darfst du nicht kommen. Ja, und was mir nebenbei noch einfällt, wenn er selber draufkommt, dann hat er für sich ein Erfolgserlebnis. Mhm. Ja, und es gibt ihm dann wieder, glaube ich, Selbstvertrauen für die nächste Aktion, weil er weiß, wow, ich bin schon mal draufgekommen, ich habe selber was entwickelt, gelernt. Das hilft ihm für die nächsten Aufgaben. Wenn er selber draufkommt, da würden wir hoffentlich Forscher auch zustimmen, da wird er das leichter sich merken können und leichter als Lerneffekt verbuchen und in Zukunft richtig machen, Und er verbindet es mit einem positiven Gefühl, jawohl, ich kann's, oder? Das Verhältnis zum Lehrer ist einfach positiv belegt wieder durch die Interaktion, Super, Sigi, vielen Dank, und damit sind wir auch schon am Ende. Was ich mitnehme, ihr Praxisanleiter und ihr Mentoren, ihr habt eine tolle Möglichkeit, Menschen in ihrem Leben mit zu prägen, mit zu entwickeln auf eine tolle, auf eine positive Art, und helft ihnen, die Dinge selber zu entdecken. Ja, und weil die haben bleibenden Wert eher. Ja. Auf jeden Fall. Ja, super. Sigi, danke, dass du wieder am Start warst. Danke für die genau. Wir haben nächste Woche nochmal einen Podcast vor uns. Freue ich mich schon ganz arg drauf. Genau, und ihr da draußen, ich hoffe, ihr hattet mega viel Spaß, ihr habt gut zuhören können. Wenn es dir selber was bringt, dann empfiehl doch Born2Pflege weiter und hilf anderen Pflegefachkräften auch, sich weiterzuentwickeln und ein cooles Umfeld zu gestalten, auch was die Beziehung von Praxisanleiter und Azubi angeht. Und bis nächste Woche Mittwoch, wir freuen uns auf euch. Ciao! Tschüss!